Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Lörrober. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, heute habe ich wieder eine richtig verrückte Mod mitgebracht. Heute möchte ich euch nämlich die Deadbush Tools Mod zeigen. Eine Mod, die endlich eine Sinnhaftigkeit für diese toten Büsche in Minecraft aufweist. Yay, darauf haben wir alle gewartet. Ja, denn mit dieser Mod können wir einiges anstellen. Wir können aus toten Büschen nun eine Rüstung craften, verschiedene Tools. Wir haben ganz neue Waffen, ein neues Nahrungsmittel, ganz neue Mobs und einiges mehr. Und die Sachen werden wir uns alle ganz genauestens anschauen. Dazu habe ich ein bisschen was zusammen gebaut und ja, ganz genau. Ja, es ist aber natürlich wie gehabt so, dass wir das Ding ganz normal mit einer Schere abbauen können und wir können es jetzt auch ganz neu, haltet euch fest, zusammenbauen. Ja, dazu brauchen wir nämlich lediglich 4 Sticks, dann können wir dieses merkwürdige Gestrüpp zusammen craften und solltet ihr 2 linke Hände haben, gar kein Problem, denn es gibt ein ganz neues Item, das nennt sich Deadbush Rain und damit können wir diese auch gewinnen. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, ich werfe es einfach mal auf den Boden und dann seht ihr auch schon, was passiert. Achtung, fertig, Feuer, bam! Es ist so bekloppt. Es fällt einfach, ich weiß nicht warum, aber es fällt einfach Sand vom Himmel und zusätzlich werden hier tote Büsche einfach hier noch mit generiert. Pff, warum auch nicht? Egal. So, okay, und demnach werden wir uns jetzt erstmal die Tools anschauen. Ja, es gibt nämlich ganz normale Tools. Es gibt Spitzhacken, es gibt Schwerter, es gibt Schaufeln, es gibt sogar eine Ho und einige weitere Tools. Ja, wir fangen erstmal mit dieser Spitzhacke an, mit 12 Verdeckter mit Schalöchen. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Ich werde es einfach mal mitnehmen und dann werden wir uns damit, werden wir ein paar Sachen hier mal abbauen. Jetzt zum Beispiel Stein ist gar kein Problem. Kohle, Eisen, Diamant. Obsidian. Ah, da bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Also das hätte ein bisschen schneller funktionieren können. Ja, aber auch bei Bedrock kommt man bei dieser Spitzhacke natürlich nicht weiter. Also Bedrock kann man damit natürlich nicht abbauen. Ja, aber trotzdem weist diese Spitzhacke natürlich einen viel zu schnellen Speed auf. Man kann die bis zu 10.000 Mal einsetzen. Also da müsst ihr echt aufpassen, nicht, dass ihr damit geblitzt werdet bei dieser Geschwindigkeit. Ja, ja, also müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ja, ihr merkt schon, es ist ein bisschen overpowered. Aber es macht auch tierisch Spaß. Es ist ein bisschen verrückt und irgendwie ein bisschen, ja, habe ich auch teilweise so noch nicht gesehen und... Egal, dann kommen wir direkt zur Axt. Hier seht ihr das Crafting-Rezept, sogar mit 13 Detect Damage. Ich werde es direkt mal mitnehmen und hier dieses wunderschöne Pflänzchen, was ich hier extra für euch hier eingepflanzt habe, einfach mal abbauen. Zack, zack, zarab. Und da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, wenn ihr ein Holzhäuschen habt, dann könnt ihr das auch vielleicht eventuell versehentlich damit zerstören, weil ihr einfach, dann wenn ihr einfach wild auf euer Haus zuschlagen solltet mit diesem Ding, dann geht sicherlich einiges kaputt. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir kommen direkt zum nächsten Tool und zwar haben wir jetzt die Schaufel. Hier seht ihr es auch schon, das Crafting-Rezept. Da werde ich jetzt mal diesen komischen Stift hier mit abbauen. Gravel, Erde, Gras oder auch Sand, gar kein Problem für dieses Gerät. Und auch in Kombination mit Spitzhacke und mit Schaufel kann man sich hier auch ziemlich gut durch die Erde graben. Ach du Schande, oder durch die ganze Welt. Es ist wie so ein Apfel und wir sind hier irgendwie so ein Wurm oder sowas, der auf jeden Fall sich irgendwie durchbeißen kann. Oder ein Maulwurf, der in Kaffee gefallen ist. Ich weiß es auch nicht. So, okay, wir gehen direkt mal hier wieder hoch und dann gucken wir uns direkt das nächste Tool an. Und zwar haben wir jetzt die sogenannte Ho, die natürlich ebenfalls nicht fehlen darf. 10.000 Mal kann man dieses Ding einsetzen. Wow, hier seht ihr das Crafting-Rezept. Das ist natürlich direkt mal hier ausprobieren. Zack, 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 ab. Also schneller ist man dadurch nicht, aber man kann es wie gesagt 10.000 Mal einsetzen. Und ja, also ich weiß nicht, das würde ich noch nicht mal meinen schlimmsten Feinden schicken wollen. Das ist einfach, ach, das ist echt ekelhaft irgendwie. Ich weiß auch nicht, komm, geh weg. Gut, okay, es geht direkt weiter. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Hunger bekommen. Das ist natürlich gar kein Problem, denn jetzt haben wir einen ganz neuen Apfel. Ziemlich unappetitlich, wenn ihr mich fragt. Ein Apfel und eingewickelt in einen toten Busch. Alles kombiniert, sieht so ein bisschen aus, als wäre der Apfel irgendwie 4 Tage lang auf dem Boden gelegen. Naja, egal, ich werde ihn direkt mal trotzdem verzehren. Ganz Dschungelcamp-mäßig. Nom, 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 direkt in mich reingeschopft. Wir sind natürlich aufgeladen und haben natürlich direkt 2 zusätzliche Herzleisten bekommen, aber das war natürlich noch längst nicht alles. Wir sind komplett gedopt hier mit Speed 3, Stärke 3, Absorption, Jump Boost, Regeneration und Unsichtbarkeit. Wow, also das ist, damit können wir uns sehen lassen, obwohl demnach natürlich nicht. Okay, und wir sind auf jeden Fall ziemlich schnell, können richtig hoch springen, obwohl, so hoch kann man damit auch nicht springen. Da bin ich schon fast ein bisschen enttäuscht. Also damit würden wir sicherlich noch nicht mal eine Teilnehmerurkunde bei den Bundesjugendspielen bekommen. Wie dem auch sei. Wir gucken mal direkt in diese Truhe und dort befinden sich sogar Bomben. Oh yeah, mein Spezialgebiet. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Phänomenal, ich werde die mal mitnehmen. Hat man es jetzt gesehen? Hier nochmal einmal abscannen. Sehr schön. Ansonsten Screenshot machen oder sowas. Ich werde einfach mal damit rausgehen und dann werfen wir diese Bombe mal durch die Gegend. So, das Ding hat ein richtig lustiges Wurfverhalten. Zack. Das ist wie so eine ganz schwere Kugel, die man so, keine 2 Meter kann man die von sich wegwerfen. Man muss ein bisschen aufpassen, es steht ein etwas größeres Loch. So, das sieht man hier vielleicht, warte, ich springe nochmal hier hin, das waren jetzt glaube ich 3 Bomben oder sowas. Ich werfe jetzt nochmal eine hier hinten hin, damit man vielleicht das Loch etwas besser sieht. Ich muss so ein bisschen aufpassen, ich habe keine Rauchmelder und keine Feuermelder hier in der Arena, das bezahlt keine Versicherung, wenn die in Flammen aufgeht.
Ja, es ist, ja, es geht eigentlich gut. Jetzt war hier Wasser drunter, aber ihr seht schon. Also der Schaden ist auf jeden Fall, müssen wir ein bisschen aufpassen. So, ja, wir sind wieder Feuer und Flamme dabei. Ich werde direkt mal hier wieder in meine kleine Arena rennen. Und dann geht es direkt weiter mit den neuen Waffen, die wir uns jetzt anschauen werden. Ja, es gibt nämlich einige, die habe ich in diese Truhe gepackt. Hier seht ihr sie auch schon. Insgesamt gibt es 6 neue Waffen. Ein neues Schwert haben wir hier, ein Speer haben wir, eine Battle Axe. Dann haben wir ein Katana, ein Messer und ein Nunchaku. Habe ich auch so noch nicht in Minecraft gesehen. Cool, warum auch nicht? Ich werde die einfach mal mitnehmen. Und das Problem ist jetzt halt, dass wir noch eine Minute ziemlich stark sind mit Stärke 3. Deswegen würden wir das Ergebnis verfälschen. So, und das wäre natürlich unfair. Ich meine, das Schwert ist ja eigentlich schon so stark. Deswegen werde ich mal ganz kurz in mich reinschlürfen. Und dann geht's direkt los. Wir fangen direkt an mit dem Schwert. 54 Attack Damage, das kenne ich irgendwo, ja. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Natürlich viel zu overpowered. Aber es macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, das Highlight haben wir eigentlich noch nicht gesehen, weil die Rüstung, das ist wirklich richtig bekloppt. Damit kann man ziemlich viel Sand spawnen. Dazu kommen wir gleich. Wir haben noch den neuen Mob und ja. So, als erstes mal, wie gesagt, die Waffen. Zack, direkt besiegt. So, da kann er nichts tun. Dann 24 Attack Damage macht dieser Speer hier, den man leider noch nicht werfen kann. Was ich ziemlich schade finde. Ich habe es schon mit einem Mittel probiert. Ich habe schon einen Bogen. Mit einem Bogen habe ich es probiert. Es geht einfach nicht. Selbst mit Q, es passiert einfach nichts. So, Moment. Nein! Warte. Nicht kaputt gehen. Du machst meine ganz intelligente Schaltung kaputt. Das geht nicht. So, ihr seht schon, auch mit einem Hit kann man diesen Creeper bekämpfen. Dann haben wir die Battle Axe. Zack. Auch ganz einfach. Damit kann man auch einfach die Creeper besiegen. Hier mit 34 Attack Damage. Dann haben wir als nächstes Katana. Also mit 16 Attack Damage. Werde ich natürlich auch ganz kurz ausprobieren. Ja, die sind jetzt nicht so erwähnenswert, um ehrlich zu sein. Nein! Oh Gott, da müssen wir schon zweimal zuschlagen. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Kommt direkt zum nächsten, zum vorletzten. Das Messer. Ziemlich stumpf, ziemlich klein. Mit nur 14 Attack Damage. Was heißt nur, ist ja auch ziemlich viel. Können wir aber auch leider nicht durch die Gegend werfen. Noch nicht. Wie gesagt, die Mod ist ziemlich neu. Im Moment aber auch kein Highlight aus dieser Mod. Nunchaku ist auch noch nicht so spannend. 19,5 Attack Damage. Hier seht ihr das Crafting-Rezept. Bitte vorsichtig sein. Dazu braucht man bestimmt ebenfalls, glaube ich, einen Waffenschatten, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich eigentlich mit Waffen nicht so aus. Egal. So. So viel dazu. Dann kommen wir direkt zum neuen Mob. Ein Highlight aus dieser Mod hier, der sogenannte Dead Bush Mob. So, ich werde ihn einfach mal hier spawnen. Zack. Moment, es wird dunkel. Da habe ich immer Angst. Moment. Zack. So, einfach mal hier hingesetzt. Da ist er auch schon. Er sabbert ein wenig, ne? Er sabbert ein wenig und hat ein D auf dem Rücken. Das ist der neue Superheld, weißt du, von den Avengers. Der Dead Bush. Oh Gott. Oh Gott, der sieht schon ziemlich beschränkt aus. Was sehe ich? Naja. So, hier nochmal das D gezeigt. Ah, Hilfe! Oh Gott, wir sind fast besiegt. Ah, ja, der könnte... Guck mal, da hat direkt schon ein Creeper geholt. Das ist aber unfair hier. 2 gegen 1 und so, ne? Guck mal, ich treffe den gar nicht. Der ist wieder Wind. So, oder er sucht die Toilette. Da bin ich manchmal auch so drauf. Alter! Ja, mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Gut, kommen wir jetzt endlich zur Rüstung. Zack, dann werde ich uns mal ganz kurz anziehen. Ihr habt es vielleicht schon im Intro gesehen. Es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Direkt mal angezogen. Achso, das Crafting-Rezept ist, glaube ich, selbsterklärend. So, wer hätte das gedacht? Dafür brauchen wir Dead Bush. Genau. So, und ihr seht auch schon unter mir. Nein, ich habe mich nicht eingepinkelt. Das ist ein Sandblock. Und der wird automatisch generiert, wenn wir hier langlaufen. Das Problem ist, dieser Sand, der verschwindet auch nicht. Das heißt, wenn ich habe das jetzt noch nicht probiert, wenn wir jetzt auf Kisten stehen sollten, ersetzt er. Der ersetzt aber die Kiste. Der ersetzt die Kiste. Wow, super. Und dann wollte ich das mit Bedrock auch ausprobieren. Also es gibt ziemlich lustige Spielereien. Das heißt, wir können uns ganz einfach nach oben transportieren. Oder wir fallen einfach wie ein Stein einfach wieder auf den Boden. Hallo, hier bin ich. Yep. Und zack. Ja, wir haben es ersetzt. Wow, super, großartiges Kino. Das ist natürlich eine Lücke. Aber es ist irgendwie lustig. Wie gesagt, es ist so eine ganz kleine Mini-Fun-Mod irgendwie, die noch nicht so ganz ausgereift ist. Aber diese Rüstung, ich habe sowas noch nicht in Minecraft gesehen. Natürlich gibt es hier einige Sicherheitslücken, aber ganz ehrlich, die Mod, die kann man auch nicht allzu ernst nehmen. Ich meine, wir haben ein Schwert mit 54 Attack Damage, was man aus toten Büschen zusammenstellen kann. Meine Güte. So selten sind die Dinger nun auch wieder nicht. Ja, aber es macht doch echt Laune, gerade mit diesem Anzug hier rüber zu hüpfen. Und ja, man muss es nur können irgendwie. Auf jeden Fall macht es tierisch Laune und ihr könnt natürlich diese Mod selbstverständlich ausprobieren. Einen Link findet ihr natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr auch einen Link zu allen Mods, die ich in diesem Jahr vorgestellt habe. Es ist sicherlich der ein oder andere Kracher dabei, den ihr noch nicht gesehen habt. Ansonsten war es das von mir. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Modifikation wieder. Das war der Lokopa mit der Dead Bush Tools Mod. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.